Hallo, das sind liebe Leute und welcome back, meine Damen und Herren. Wir sind wieder zurück hier in Minecraft und ich habe heute eine mega, mega coole Challenge für euch mit dabei, denn wir machen heute die Überlebe auf einem Lucky Block Challenge. Das wird interessant, weil ich glaube ich ein bisschen eingerostet bin, was Minecraft angeht. Die letzte Minecraft-Folge ist jetzt schon ein kleines bisschen her, Leute. Ja, ich weiß. Ist okay. Ja, wir sind auf jeden Fall hier einfach irgendwo, was ist da hinten? Da ist anscheinend eine Insel. Ja, wir sind anscheinend irgendwo mitten in der Luft und müssen irgendwie diesen Lucky Block hier abbauen. Sagt uns dieses Schild. Hier steht nämlich drauf, Break the block below you. Und hier unten drunter ist ein Lucky Block. Und ich würde sagen, Leute, wir labern nicht viel. Bauen diesen Block ab und schauen, was sich in diesem Block befindet. Es war eine Hexe. Wieso zum Teufel war da eine Hexe drin? Was war das, Alter? Okay, komm. Alle guten Dinge sind zwei, Leute, okay? Oder drei? Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall probieren wir es jetzt einfach noch einmal aus, indem wir den Block abbauen. Okay, mal gucken, was jetzt hier raus... Oh, zumindest mal ein bisschen was Gebrauchbares, ne? Wir haben ein bisschen Akazienholz oder wie das Zeug hier heißt. Ihr wisst schon, was ich meine. Damit können wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen dafür sorgen, dass wir nicht direkt hinunterfallen. Und hier fliegt alles voll mit Fledermäusen. Ciao, Fledermäuse. Macht's gut. Ey, das wäre jetzt auch so ätzend gewesen, wenn wir wirklich beim allerersten Mal schon direkt von der Hexe gekillt worden wären. Wisst ihr, wie ich meine? Ach, eben diese Hexe war so nervig. Oh mein Gott. Okay. Oh, mehr Holz. Sehr gut. Dann bauen wir mal weiter ab. Ein bisschen Kohle. Alles klar. Ein bisschen Sand. Was kommt hier noch so raus? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Da ist gerade nichts rausgekommen. Ah, noch ein bisschen mehr Holz. Sehr gut. Okay, ich glaube, gleich kommt wieder irgendwas. Stein. Oha, also ich glaube... Ah, ah, ah. Was ist das? Hallo? Oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich habe gerade einen Effekt bekommen. Hier, ich habe... Hallo? Das ist einfach Dings, Leute. Wenn ich keine Brille trage, so sehe ich dann. Hallo? Ich bin eine Oma. Ich kann nichts mehr sehen. Oh, okay. Jetzt ist wieder normal. Alter, okay. Ja, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass der Lucky Block ist auf jeden Fall heute uns sehr, sehr wohlgesonnen. Das bedeutet also, wir können ganz entspannt hier erstmal das Schild abbauen, weil ich nämlich was Lustiges da draufschreiben will, okay? Ich will nämlich hier draufschreiben, Lars war hier... 2022, Leute. Wer diesen Insider kennt, ist schon wirklich lange, lange Zeit dabei. Das ist nämlich ein extrem, extrem alter Insider von mir. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Wir wollen auf jeden Fall hier erstmal gucken, dass wir ein bisschen mehr Lucky-Blöcke abbauen können, die... Aua, aua! Hä? Ich habe einfach Withering-Effekt bekommen. Den Wither-Effekt? Warum? Ey, hör mal auf. Ich habe doch gar nichts gemacht. Oh, Wasser. Ah, wahrscheinlich sollen wir uns so eine Art Cobblestone-Generator bauen. Bitte nicht, bitte kommt kein Lava. Ah! Okay, das wollte ich auch nicht. Okay, da war... Okay, alles klar. Da war einfach gerade ein Betrunkener, Schrägstrich, ein Ertrunkener. Ein Ghast. Digga, wie soll ich denn hier einen Ghast fertig machen alleine? Wollt ihr mich verkackeiern? Was soll das? Oh mein Gott, okay. Ich kann auch zum Glück mit meinen Karate-Schlingen... Huh, kann ich hier den Ghast einfach verscheuchen? Hau ab, Ghast. Oh mein Gott. Oh, da ist auch gerade eine Gasträne runtergefallen. Leute, Alter, was ist das hier für eine Challenge, Mann? Kommen einfach so Ghasts aus einem Lucky Block raus. Eben noch gesagt, der ist uns wohlgesonnen, aber anscheinend ja nicht. Oh, das ist gut. Das ist sogar sehr, sehr nice schon. Also wir können eigentlich schon ein bisschen was hier mitmachen. Hier, dass wir uns zum Beispiel eine Pickaxe maybe oder sowas bauen. Aber ich weiß halt ehrlich gesagt gar nicht, ob wir die jetzt so dringend brauchen. Wisst ihr, wie ich meine? Ist erstmal so ein bisschen dahingestellt. Ich lasse es jetzt so ein bisschen provisorisch hier erstmal mit Holz, ne? Ihr wisst ja. Ist meine Insel nicht wunderschön? Was sagt ihr? Nein, ihr findet meine Insel nicht schön? Hey, was soll das? Meine Insel ist wunderschön. Okay, Leute, ich höre auf. So, wir machen jetzt einfach mal weiter, bevor ich jetzt hier wieder irgendwelchen Stuss labe. Alter, jetzt habe ich irgendeinen Effekt schon wieder bekommen. Ich kriege ja auch die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Ah, oh mein Gott. Okay, okay, okay. Alles klar. Wow. Okay, weiter geht's. Ich bin, es ist nichts passiert, Leute, okay? Mir geht's gut. Ihr seht noch, ich habe alle Items am Start. ja, ich bin eben runtergefallen. Okay, ich gebe es zu. So, Goldbrustplatt ziehen wir jetzt auf jeden Fall mal an, damit wir ein bisschen besser geschützt sind. Es regnet auch einfach. Ist vielleicht nicht so das beste Zeichen hier in Minecraft, wenn es regnet, aber wir gucken einfach mal, was sich hier so alles abbauen lässt. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall Lava und Wasser. Damit könnte man theoretisch einen Cobblestone-Generator bauen, aber ihr wisst ja, Leute, ich bin jetzt... Nein, 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 nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Alter, ich wurde jetzt zweimal schon runtergestoßen von diesem blöden... Regen mit Pfeilen. Was ist das? Was war das? Ich habe einfach Level bekommen. Cool. Okay, super toll. Was ist das? Ein Panda. Oh, nice. Ich habe einfach einen Panda, Leute. Cool. Der bleibt jetzt einfach mit mir hier drauf. Ich glaube, ich nenne dich Pandi.
den dicken Panda. Sehr schön, toll. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal einen Begleiter, der mit mir am Start ist. Super, super cool. Das Ganze ist auf jeden Fall eine Challenge, die ich so noch nie gemacht habe. Überlebe auf einem Lucky Block Block Challenge. Wie auch immer man das nennen mag, Leute. Überlebe auf einem Lucky Block Challenge Challenge. So heißt es doch, oder? Lucky Block Block Challenge. Keine Ahnung, Leute. Ihr wisst schon, was ich meine. Es sieht jetzt wie folgt aus. Wir haben jetzt eine Menge Zeug hier so. Oh, was will ich denn damit? Auf jeden Fall super viel Wolle am Start. Das ist toll. Jetzt kriegen wir langsam so auch schon die unnötigen Items, so wie es ausschaut. Vielleicht sollten wir mal anfangen, uns einen Workbench-Table-Gedöns zu machen. Vielleicht mache ich den jetzt sogar mal, Freunde. Checkt das mal aus. Ich mache euch den schönsten Crafting-Table der Welt. Sieht toll aus, ne? So, und wenn wir jetzt diesen nehmen und bauen da einfach mal ein bisschen... Lol, hat der Panda sich gerade dahingesetzt. Ey, du kleiner dicker Panda. Mach mal Breakdance, Mann. Kannst du Breakdance? Zeig mal, was du drauf hast. Zeig mal deine Moves. Oh yeah, Mann. Okay, das war's schon. Perfekt. Geile Moves, Mann. Wenn wir jetzt hier eine Truhe uns sozusagen machen, dann würde ich sogar sagen, stellen wir die Truhe mal hier hin. Mann, hört es auch mal irgendwann auf zu regnen? Panda, sag mal, es soll aufhören zu regnen. Ach so, stimmt. Er kann ja gar nicht sprechen, weil er ja nur ein Panda ist. Schenkelklopfer. Hier mal kurz Lachen einfügen. Ja, ja, dankeschön. Ich weiß, ich bin witzig. Oh mein Gott. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Oh mein Gott. Also, ich würde sagen, soweit so gut läuft eigentlich unsere ein Tag auf einem Block, Lucky Block Überleben Challenge läuft eigentlich so ganz gut, ne? Also ich meine, wir haben jetzt auf jeden Fall hier schon mal eine Plattform mit Holz gebaut, haben hier einen Panda oben drauf und dieser Panda kann auf jeden Fall gar nichts. Der steht hier einfach nur rum und das war's auch schon. Mehr haben wir eigentlich nicht geschafft. Oh mein Gott, ich habe gerade übelst die geile Idee gehabt, Leute. Ich würde mal super gerne was ausprobieren und zwar will ich nämlich eine MLG Challenge machen, okay? Wir probieren das Ganze mal aus, ja? Wir sind zwar hier jetzt gerade eigentlich in einer komplett anderen Challenge, aber wisst ihr, was wir machen? Wir machen eine Challenge in der Challenge, okay? Und zwar brauchen wir dafür ganz viel Holz. Dann brauchen wir ganz viel hier von den Stäben. Ne, pass mal auf. Jetzt hier ein paar Stäbe fertig. Let's go. Und ich glaube, so ging Leitern. Genau, wir brauchen halt ganz, ganz viele Leitern jetzt. Und wir machen jetzt einfach eine MLG-Challenge in der Lucky Block Block Challenge Challenge. Also das wird ein langer Titel hier von dem Video auf jeden Fall. Das ist dann die Lucky Block auf einem Block Überlebens-Challenge mit MLG-Challenge-Block. Yeah. Das hat zwar gar keinen Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe, aber wir probieren es jetzt mal aus. Pass auf, wir bauen jetzt einfach ganz, ganz weit nach oben und werden dann sozusagen mit einem Eimer versuchen runterzuspringen und dann keinen Damage zu bekommen. Ich habe das Ganze eigentlich noch nie gemacht, aber wir probieren es mal aus jetzt. Pass mal auf. So, wie weit sind wir jetzt eigentlich oben? Okay, wir sind so weit oben, dass ich schon fast nicht mehr unser Ding sehen kann. Alter, ich kann nicht mal mehr da unten irgendwas sehen. Wir sind oben angekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich hier noch Treppen, Leitern, Stufen hingemacht habe. Eigentlich ist es total unnötig, dass ich hier Leitern hingemacht habe, weil theoretisch brauchen wir die eigentlich überhaupt nicht. Aber okay, wir machen jetzt den MLG 360 Nose Scope. Das wird crazy, Leute. Und wir werden das Ding auf jeden Fall durchziehen in 3, 2, 1. Sehr spektakulär. Oh mein Gott. Ich hab's hingekriegt. Komm, wir machen es jetzt nochmal. Aber dieses Mal mache ich mit Augen zu, okay, Leute? Ich verspreche, ich mache mit Augen zu. Und ich mache einfach nur auf gut Glück. Okay, Leute, ich mache jetzt die Augen zu und wir probieren es jetzt ohne hinzugucken, okay? 3, 2, 1. Hat nicht so gut funktioniert. Oh Mann, Alter. Alter, warum ist das so weit oben? Hallo? Warum habe ich das so weit hochgebaut, Mann? Es dauert eine halbe Stunde, bis man da oben ankommt, ey. Es ist so weit oben, das ist unglaublich. Pass auf, wir machen es jetzt einfach nochmal. 3, 2, 1, mit Augen zu, Leute, jetzt Achtung. Ich spam jetzt einfach die ganze Zeit Rechtsklick und irgendwann muss es ja klappen, okay? 3, 2, 1. Was war denn das? Ach, wahrscheinlich habe ich so schnell geklickt, dass ich das direkt wieder aufgehoben habe. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich habe es hinbekommen. Ich habe, ohne hinzugucken, habe ich es hingekriegt, den MLG 360 NoScope 3000 XY zu machen. Ja, also keine Ahnung, um ganz ehrlich zu sein, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal einen Tag überlebt. Wir haben das jetzt mal ausprobiert hier mit dem oben runterspringen bis unten und so. Und das ist auf jeden Fall eine super nice Sache. Falls ihr... Ah, okay, ja, alles klar. So, dann stelle ich mich mal hier einfach wieder drunter und verabschiede die Leute erstmal. Leute, Dankeschön fürs Zuschauen bei diesem sehr, sehr tollen Video. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, einen Tag auf einem Lucky Block zu überleben. Wir haben zwar viel... Wir haben sehr, sehr viel Schwachsinn gemacht, aber es ist okay. Liebe Leute, ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet bei diesem wundervollen Video. Falls ja, lasst ein Like da und ansonsten sehen wir uns morgen wieder.
Bis dahin. Tüdelü.